Ich hatte euch bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ja ein bisschen Entwarnung gegeben und hab gesagt, wartet doch noch mal kurz ab. Das klärt sich in den nächsten Tagen und Wochen in den allermeisten Fällen. Da war meine Prognose wohl etwas zu optimistisch. Ganz viele Leute aus Rheinland-Pfalz schreiben mich an und sagen, Bredereck, hier geht es richtig mit Bußgeld, 500 € und so weiter, hoch her. In diesem Video sage ich dir kurz, was da in Rheinland-Pfalz läuft, was du dort, wenn du da betroffen bist, aus meiner Sicht momentan machen solltest und gebe noch ein paar Tipps. Zunächst einmal, was ist da in Rheinland-Pfalz los? Der Sozialminister hat gesagt, sie werden dort die einrichtungsbezogene Impfpflicht ab dem 15. März umsetzen. Also SPD, ja, natürlich im Gegensatz jetzt zu dem bayerischen Ministerpräsidenten Söder, der gesagt hat, wir machen den Quatsch nicht, zeigen die sich jetzt erstmal solidarisch und sagen, ungeimpften Mitarbeitern von Altenheimen, Krankenhäusern, Arztpraxen droht ein Bußgeld von 500 €, ein Betretungs- und Beschäftigungsverbot ab dem 15. März. Klare Ansage, wir werden keine Akzeptanz für Maßnahmen im Herbst haben, wenn wir nicht vorher bei den Ungeimpften gesagt haben, ihr müsst jetzt einen Beitrag leisten. Das sagt der Landesgesundheitsminister auch von der SPD. Und die schalten jetzt ein Online-Portal frei, über das die Einrichtungen die nicht immunisierten Mitarbeiter melden können. Und denen wird dann eine zweiwöchige Anhörungsfrist gewährt, in der dann medizinische Gründe vorgebracht werden können. Und wenn die ausreichenden Gründe nicht nachgewiesen werden, müssen die Betroffenen ein Bußgeld von 500 € zahlen. Also, ich werde mir das nochmal ganz genau im Gesetzestext angucken, aber kleine Prognose nur vorab, das ist totaler Mumpitz. Das wird niemals so durchgezogen werden können. Das werden die Gerichte denen um die Ohren hauen. Höchstwahrscheinlich wird es ihnen schon vorher um die Ohren fliegen. Erstmal vorab meine vielleicht etwas kühne Prognose, aber das werden wir uns angucken, ob das der Gesetzestext so hergibt. Ihr müsst allerdings beachten, dass das Gesetz ausdrücklich den Ländern hier einen Entscheidungsspielraum einräumt. Genau darauf hatte sich der Söder ja bezogen und gesagt, Ed Schlauterbach, wir machen den Quatsch hier nicht mit, ja, in Bayern. Und ich bin mal gespannt, wie viele Pflegekräfte dann von Rheinland-Pfalz nach Bayern gehen werden. Also ob man sich da nicht selbst ins Knie schießt. Ich sehe das jetzt momentan hier so ein bisschen als solidarischen Akt der Landesminister für die Bundesregierung, für Herrn Lauterbach. Also es gibt auch die Lieben sozusagen, ja. Wir werden jetzt sehen. Also folgendes ist natürlich klar. Wenn die das so durchziehen, erstmal gegen den Bußgeldbescheid auf jeden Fall Einspruch einlegen. Alles, was jetzt schon gemeldet wird und passiert, wie ich euch gesagt habe, vor dem 15. gibt es überhaupt keine Pflicht. Das heißt, alles, was jetzt passiert, wäre eh rechtswidrig. Ab dem 15., wenn das so laufen sollte, gegen die Bußgelder Einspruch einlegen. Wenn der Arbeitgeber dann sagt, wir haben Beschäftigungs- und Betretungsverbot. Das kann ja dann frühestens nach der 14-tägigen Überlegungsfrist dann Anfang April sein. Ab dann riskiert ihr dann tatsächlich zumindest erstmal euren Entgeltanspruch und gegebenenfalls eine Kündigung. Macht deswegen aber keinen Quatsch. Also keiner sollte deswegen selber kündigen. Lieber vom Arbeitgeber auf die Maßnahmen abwarten, was der Arbeitgeber machen wird. Manche werden gar nicht kündigen, manche werden vielleicht sogar erstmal weiter bezahlen. Ja? Ich würde auf jeden Fall das abwarten und mich dann gegebenenfalls gegen die Maßnahmen zur Wehr setzen, mit aus meiner Sicht recht guten Erfolgsaussichten, wenn sich das nicht vorher schon alles klärt, auf jeden Fall nicht in Panik jetzt selber irgendwas machen. Ja? Also dieses Bußgeld, wenn du da nicht reingehst, dem Betretungsverbot nicht zuwider handelst, dann geht auf keinen Fall das Bußgeld. Das wird in der Presse aus meiner Sicht hier völlig falsch dargestellt. Ich habe hier gerade so einen Artikel, auf den schiele ich hier immer so nebenher. Ich sage jetzt nicht wo, weil das ist ein Medium, wo ich auch öfter mal auftrete. Aber das ist falsch, was da steht aus meiner Sicht. Deswegen nicht davon jetzt in Panik bringen lassen. Ich bleibe weiter dran. Ich gebe euch Tipps. Ich sage euch, was passiert. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Auf keinen Fall wird diese einrichtungsbezogene Impfpflicht so heiß gegessen. Ich gehe jetzt Mittagessen, da wird es hoffentlich heiß sein.